genommen und dann wird Claudia Roth, die amtierende Bundestagspräsidentin, dann den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Tagesordnungspunkt 5, Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder. Der aktuelle Aufhänger dazu ist der eventuelle Wechsel von Kanzleramtsminister Ronald Pofalla in den Vorstand der Deutschen Bahn. Da gab es ja in den letzten Wochen große Diskussionen darüber, ob man das so zeitnah machen könnte, raus aus dem Kanzleramt und dann relativ schnell in die Wirtschaft zu wechseln. Und vor allem die Oppositionsparteien sind da aktiv geworden, haben zwei Anträge formuliert. Ein Antrag von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen trägt den Titel Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder. Die Fraktion fordert einen Gesetzentwurf, der eine Beschränkung der Berufstätigkeit von ausgeschiedenen Mitgliedern der Bundes Regierung und parlamentarischen Staatssekretärinnen und Staatssekretären für die Fälle ermöglicht, in denen die angestrebte Tätigkeit eine Interessenverflechtung mit dem zuvor ausgeübten Amt naheliegt. Und im Gegenzug zu den Grünen fordert die Fraktion Die Linke einen Gesetzentwurf, der für ausgeschiedene Regierungsmitglieder Transparenz und eine gesetzliche Karenzzeitregelung vorsieht, die sich orientiert an der Dauer des Regierungsamtes, dem sich daraus ergebenden zeitlichen Anspruch auf Übergangsgeld und der ressortmäßigen Zuständigkeit. Also hier ist die Opposition richtig aktiv geworden und da will man jetzt heute in der Debatte klärende Worte hören, auch von den Regierungsfraktionen, auch wie die Positionen da sind. Und es gibt ja auch schon einige Dinge, die da angekündigt wurden, nämlich zum Beispiel so eine Selbstverpflichtung, die über das Kabinett gemacht werden kann. Die Opposition hätte gerne einen richtigen Gesetz. Britta Hasselmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die parlamentarische Geschäftsführerin, eröffnet die Debatte. Herr Braun, vom Kanzleramt haben Sie ja gerade noch mal Glück gehabt. Ich glaube, wenn ich nicht darauf hingewiesen hätte, dass wir Sie sonst zitieren, hätte hier wahrscheinlich niemand vom Kanzleramt gesessen, gerade noch hier. Wirklich Glück gehabt. Dabei ist völlig klar, in dem Thema, was wir jetzt diskutieren, nämlich die Frage einer gesetzlichen Regelung zur Karenzzeit, hat die Bundesregierung auch eine Verantwortung und hat die Bundesregierung und mit ihr die Bundeskanzlerin eine Verantwortung, sich zu positionieren. Meine Damen und Herren, ich fand es unerträglich, als die erste Stellungnahme und die ersten Veröffentlichungen über die Frage, was Ronald Pofalla eigentlich nach seiner Tätigkeit im Kanzleramt macht, ob er vielleicht zur Deutschen Bahn AG in den Vorstand wechselt, die Erklärung der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin hörte, dazu gäbe es nichts zu sagen. Schließlich sei Ronald Pofalla seit 3 Wochen nicht mehr Mitglied dieser Bundesregierung. Ich glaube, inzwischen haben Sie selber gemerkt, dass weder die Öffentlichkeit noch wir im Parlament Ihnen eine solche Argumentation durchgehen lassen. Das war einfach nur peinlich. Meine Damen und Herren, die Berufsperspektiven von ehemaligen Spitzenpolitikerinnen und Politikern sorgen bei Wechseln in die Wirtschaft immer wieder für absolut berechtigte Kritik und auch für Ablehnung. Öffentlich herrscht großes Unverständnis und wir kennen die mediale Berichterstattung nicht nur im Fall Pofalla und auch in anderen Fällen sehr genau und wissen, dass wir in der Bevölkerung hier um Akzeptanz zu werben haben für Wechsel von Politik in Wirtschaft. Die kriegen wir aber nur hin, wenn es dazu angemessene Regeln gibt. Und hier verweigern Sie sich im Deutschen Bundestag leider seit Jahren, dies zu tun. Das ist absolut notwendig. Und dass wir jetzt endlich zu einer gesetzlichen Regelung kommen, zeigt nicht zuletzt der umstrittene Wechsel von Eckart von Kläden zu Daimler, übrigens auch vorher Kanzleramt. Ronald Pofallas Wechsel, da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln, ob jetzt was draus wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob Herr Pofalla heute hier ist oder vielleicht im Kreisverband Kleve, um sich zu erklären. Deshalb zitiere ich ihn an der Stelle mal. Wir Grünen sind nicht die Einzigen, die sagen, es braucht klare gesetzliche Regelungen. Die Zeit einer Selbstverpflichtung ist längst vorbei und auch vertan für uns im Parlament, denn darüber reden wir seit 2005, meine Damen und Herren. Und 2005 war es Ronald Pofalla, der angesichts des Wechsels von Gerhard Schröder sagte,
Ich zitiere, jetzt kommen wir an einer rechtlichen Regelung wohl nicht vorbei. Es ist offensichtlich eine Illusion zu glauben, dass der Appell an politischen Anstand alleine ausreicht, um solche Fälle zu verhindern. Meine Damen und Herren, ich stimme nicht oft mit Ronald Pofalla überein, aber in der Frage ausnahmsweise ja. Trotz jahrelanger Debatte im Deutschen Bundestag haben wir es bisher versäumt, als Bundestag insgesamt. Und das lag nicht an uns Grünen. Wir haben diverse Antragsinitiativen gestartet und die Linke auch, das weiß ich, zu der Frage Einrichtung eines Lobbyregisters, und zwar zum Schutz aller, zum Schutz derjenigen, die hier sitzen, und zum Schutz derjenigen, die von außen Beratertätigkeiten haben. Wir haben jahrelang mit Ihnen darüber gestritten, endlich das UN-Abkommen gegen Korruption zu unterzeichnen. Das ist auf massiven Widerstand der Union und auch der FDP gestoßen. Immer noch hat Deutschland dieses Abkommen nicht ratifiziert. Und wir streiten mit Ihnen seit 2005 eigentlich über gesetzliche Regelungen für eine Karenzzeit. Die sind überfällig. Und mit uns Grünen denken das viele, viele andere Menschen. Gucken Sie sich einmal die EU-Kommission an. Günther Oettinger kommentierte den geplanten Wechsel von Ronald Pofalla mit dem Satz, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es klare Regeln für einen Wechsel von Regierungsmitgliedern in die Wirtschaft braucht. Die SPD empörte sich über den Fall Pofalla öffentlich. Stegner forderte klare gesetzliche Regelungen. Meine Damen und Herren, was ist daraus heute geworden? Ich höre, die Lösungsperspektive für die Große Koalition heißt jetzt das Zauberwort Selbstverpflichtung. Und was machen wir dann im Deutschen Bundestag? Dann reden wir wieder 3 Jahre in den Ausschüssen darüber, dass wir uns vielleicht selbst verpflichten. Ja, wo sind wir denn, meine Damen und Herren? Wir brauchen endlich klare gesetzliche Regelungen, und zwar damit es Politikerinnen und Politikern für die Zukunft auch möglich ist, im Anschluss an ihre politische Biografie, an ihre politische Tätigkeit hier im Deutschen Bundestag in die Wirtschaft zu wechseln. Niemand verweigert diese Frage grundsätzlich. Aber dafür braucht es eine Karenzzeit, eine gesetzliche Regelung. Die Zeit der Selbstverpflichtung ist vorbei. Und ich bin gespannt, wann SPD und Union da liefern. Britta Hasselmann war das, die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, mit der Forderung nach einer klaren gesetzlichen Regelung für die Karenzzeit. Ihr antwortet jetzt Bernhard Kaster, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und zunächst mal, Frau Kollegin Hasselmann, wir können das und müssen das gar nicht in so einer Aufregung hier diskutieren. Es betrifft alle und die Aufregung steht auch im Widerspruch letztendlich zu Ihrem Antrag. Meine Damen und Herren, Politik und Wirtschaft, Wirtschaft und Politik brauchen eher mehr Austausch als weniger. Und ich denke, darüber besteht auch hier breiter Konsens hier im Hause, jedenfalls bei allen, die ein normales Verhältnis zur Wirtschaft und ein gesundes Politikverständnis haben, das so zu sehen. Und Punkt 2, wir brauchen keine aufgeregten Forderungen bei einem Thema, das alle Parteien betrifft, betroffen hat oder in einer Bundesregierung betreffen kann. Es geht um die Mitglieder der Bundesregierung. CDU, CSU und SPD. Wir haben hierzu im Koalitionsvertrag sehr klug formuliert, dass wir in der Bundesregierung eine angemessene Regelung, Handhabung brauchen, die den Anschein von Interessenskollisionen vermeiden hilft. Eine Handhabung mit Vernunft und Augenmaß. Für uns wäre eine Praxis wünschenswert, die in das Verhältnis von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein Stück Normalität hineinbringt. Eine Normalität, der ein Politikverständnis auch zugrunde liegt, das die Bereitschaft für die Übernahme eines politischen Amtes, ob als Staatssekretär oder Minister, immer befristet ist, immer auf Zeit angelegt ist. Der Regelfall ist, dass politische Tätigkeit, und das ist ja bei uns als Abgeordneten genauso, immer eine Unterbrechung der eigenen Berufs- und Lebensbiografie, um für die Politik zur Verfügung zu stehen. Im Normalfall gibt es in der Politik immer ein Davor und eben häufig auch ein Dahinter. Und die Fallgestaltungen, meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Fallgestaltungen sind immer unterschiedlich.
Und ich will jetzt hier auch nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen, aber dennoch müssen wir sehen, dass wir hier Differenzierungen brauchen und notwendig sind. Sinnvoll wäre schlicht eine Handhabung, die dem Ansehen der Politik in der Öffentlichkeit, aber auch der Lebenswirklichkeit und einer Normalität im Verhältnis zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gerecht wird. Und wir können ja das Thema diskutieren, aber ich sage einmal, ein Thema zu diskutieren, auch mit einem Wettstreit, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, da fehlt nur noch der Begriff auf Bewährung. Damit tun wir uns bei dieser Debatte auch keinen Gefallen. Und in öffentlichen Debatten sollten wir daher darauf achten, nicht zu schnell mit unterstellten Interessenskollisionen zu argumentieren. Es ist zwischenzeitlich zur Mode geworden, den Begriff Lobbyismus inzwischen aber auch in jedem Zusammenhang quasi als Kampfbegriff zu benutzen. Und hier in diesem Hause sitzen im Prinzip über 600 Lobbyisten für ihre jeweiligen Wahlkreise, für die Menschen in ihrer Heimat, für die Arbeitsplätze dort, für die Wirtschaftsbranchen, für die Arbeitnehmer und Sozialinteressen. Das ist schlicht Politik und das ist die Aufgabe von Politik. Am 4. Januar hieß es in einem Kommentar der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass, so der Kommentar, Stillschweigen zwischen guten und schlechten Interessen unterschieden werde und man für die guten Interessen allerdings zwischenzeitlich den Begriff der Nichtregierungsorganisationen erfunden hätte. Ich fand den Beitrag nachdenkenswert. Warum sage ich das? Weil auch Sie in Ihren Anträgen Bezug nehmen, ich sage einmal, auf Anti-Lobby-Verbände oder Organisationen. Ich sage einfach mal, Sie wissen es als Fraktionen eigentlich besser. Und deswegen ist es auch nicht notwendig, sich da, ich sage es mal, mit teilweise auch unrealistischen, praxisfremden Forderungen da auf die Bäume jagen zu lassen. Sie wissen es in der Praxis auch selbst viel besser. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen einen Austausch, den Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und umgekehrt. Und dabei muss es gelingen, das ist richtig, Interessenskollisionen oder den Anschein von Interessenskollisionen zu vermeiden. Die Berufsfreiheit nach Artikel 12 gilt auch für Politiker. Und dabei gibt es zahlreiche Fallgestaltungen. Wir sprechen ja fast ausschließlich vom Wechsel von der Politik in Unternehmen, große Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, private Unternehmen oder staatseigene Unternehmen. Aber auch andere Fälle sind denkbar. Was ist beispielsweise mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden, der Arbeitsminister oder Staatssekretär wird und anschließend das Angebot bekommt, wieder an höchster Stelle in seiner Gewerkschaft wieder einzusteigen? Oder was ist mit Anwälten aus einer großen Anwaltspraxis, die nach der Beendigung ihres politischen Amtes wieder in ihre Kanzlei einsteigen wollen und beispielsweise große Unternehmens- oder Sozialbereiche oder was denn auch immer beraten? Ich will damit nur zeigen, dass das Spektrum schon ein relativ großes ist. Und, meine Damen und Herren, es gibt Wechsel, die wir politisch begrüßen, weil sie unserem Land nützlich sind. Da wären viele Fälle hier auch aufzuzeigen, in Institutionen der unterschiedlichsten Art. Ich will nur mal die Spannbreite zeigen, über was wir hier sprechen. Und lassen Sie mich deswegen auch abschließend sagen, wir dürfen Den Wechsel dürfen wir nicht so erschweren, dass er in der Lebenswirklichkeit und in der wirtschaftlichen und politischen Praxis im Grunde danach fast überhaupt nicht mehr möglich ist. Das tut auch der Politik nicht gut. Und wir wollen nicht, dass eine Entscheidung für die Politik gleichzeitig immer eine Entscheidung zum lebenslangen Berufspolitiker ist. Das kann es nicht sein. Das liegt auch nicht in unserem Interesse. Und deswegen sage ich, die Bundesregierung wird hier eine angemessene, handbare Lösung zu diesem Thema finden. Vielen Dank. Bernhard Kaster war das, einer der parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion. Und er hat darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung eine handhabbare Regelung finden wird. Halina Wawczyniak für die Fraktion Die Linke, die nächste Rednerin. Wir reden heute mit den vorliegenden Anträgen über Karenzzeiten für ausscheidende Regierungsmitglieder. Wir reden nicht
über ausscheidende Abgeordnete. Das kommt in der Debatte manchmal durcheinander. Karenzzeit meint, dass zwischen dem Ausscheiden eines Regierungsmitgliedes und dem Wechsel in ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen eine gewisse Zeit liegen soll. Das heißt, in nicht unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang soll gewechselt werden. Und das Problem, dass es existiert, hat die Koalition erkannt. Sie hat es im Koalitionsvertrag erwähnt. Ich zitiere: Um den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden, streben wir für ausscheidende Kabinettsmitglieder, parlamentarische Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und politische Beamtinnen und Beamte eine angemessene Regelung an. Herzlichen Glückwunsch, dieses Problem haben Sie schon mal erkannt, Sie müssen es jetzt nur noch lösen. Und das Problem sind Interessenkonflikte. Das Problem ist der Verdacht, dass Amtsträger Insiderwissen aus der Regierungstätigkeit nachträglich für sich selbst und natürlich auch für das privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen nutzen. Ein unmittelbarer Wechsel nach dem Ausscheiden aus dem Regierungsamt bedeutet eben immer auch, dass Zweifel entstehen, ob das Amt vorher frei von wirtschaftlichen Interessen ausgeübt worden ist. Und solche Zweifel schaden der Demokratie. Wenn das Vertrauen in die Unabhängigkeit politischer Entscheidungsprozesse sinkt, dann haben wir alle ein Problem. Und deshalb bedarf es einer gesetzlichen Regelung einer Karenzzeit, denn nur diese ist verbindlich. Ein Wechsel in ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem Amt weckt immer Misstrauen. Misstrauen, dass vorherige Entscheidungen – ich wiederhole mich, aber das ist der Kern der Debatte – dass diese Entscheidungen im Amt allein oder vorwiegend im Hinblick auf die eigene Zukunft oder den zukünftigen Arbeitgeber getroffen wurden. Und deshalb hilft nichts anderes als eine gesetzliche Karenzregelung. Um es mal klar und deutlich zu sagen: Wenn ein Minister beispielsweise vor dem Amtsantritt Lokführer bei der Deutschen Bahn gewesen wäre und nach diesem Job zurückkehrt als Lokführer, würden die Bahn vermutlich nicht pünktlicher kommen, aber jegliche Affäre wäre beendet. Das war wohl aber nicht gemeint als Innenminister Schily. Ich muss mal kurz abweichen. Und die Deutsche Bahn AG, das Personalaustauschprogramm Seitenwechsel, Anfang der 2000er Jahre auf den Weg brachten, welches uns sogenannte Leibeamte bescherte. Nach einem Bericht an den Haushaltsausschuss vom 30. September 2013 befinden sich immer noch 39 Leibeamte in Ministerien. Beenden Sie von der Großen Koalition einfach diesen Zustand. Die Große Koalition will also jetzt eine Regelung schaffen. Und nach Presseberichten zufolge, das ist hier schon erwähnt worden, soll das im Rahmen eines Kabinettsbeschlusses stattfinden. Ich finde, jetzt fehlt nur noch eins. Sie müssten sagen, niemand hat die Absicht, unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem Amt in ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu wechseln. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Sie streiten sich, wenn man die mediale Berichterstattung berücksichtigt, jetzt auch noch über die Zeit, zwischen der ein Wechsel nicht stattfinden soll. Da hört man 6 Monate, da hört man 18 Monate, der Kompromiss könnten auch 12 Monate sein. Ich frage mich, wie Sie das machen wollen. Wollen Sie würfeln? Wollen Sie Lose ziehen? Wollen Sie Flaschen drehen? Diese Zahlen sind doch alle willkürlich und sind kein objektiver Maßstab. Eine gesetzliche Regelung zu Karenzzeiten braucht aber einen objektiven Maßstab. Eine Karenzzeit, die im Übrigen immer eine Einschränkung der Berufsfreiheit darstellt, muss diese Einschränkung in Einklang bringen mit dem berechtigten Interesse, die Verquickung von Wirtschaft und Politik auszuschließen und die Mitnahme von Insiderwissen zu unterbinden. Dieses berechtigte Interesse rechtfertigt die Einschränkung der Berufsfreiheit. Das macht die Einschränkung der Berufsfreiheit angemessen und erforderlich. Angemessen, erforderlich, vor allem aber verhältnismäßig, ist aus meiner Sicht eine Karenzzeit, der Sicht meiner Fraktion wohlgemerkt, eine Karenzzeit, die sich an der Dauer des Regierungsamtes, dem sich daraus ergebenden zeitlichen Anspruch auf Übergangsgeld und der ressortmäßigen Zuständigkeit orientiert. Wir lösen das Problem konsequent und juristisch sauber. Wir werben für unseren Vorschlag einer Karenzzeitregelung für ausscheidende Regierungsmitglieder, weil wir finden, dass dieser Vorschlag angemessen
erforderlich und verhältnismäßig ist. Das sind drei Dinge auf einmal, und das gibt es nicht immer. Vielen Dank. Alina Virginiak war das für die Fraktion Die Linke. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und hat klar gefordert, für Die Linke eine gesetzliche Regelung soll es da geben für die Karenzzeiten. Mahmut Özdemir ist der nächste Redner. Für die SPD-Fraktion spricht er, und er ist Mitglied im Innenausschuss des Deutschen Bundestags. Ich kann an dieser Stelle nur mutmaßen, warum die Kolleginnen und Kollegen von Linke und Grüne die beiden Anträge eingebracht haben, die sich darin erschöpfen, einen Grundkonsens aus dem SPD-Wahlprogramm und dem Koalitionsvertrag zugegebenermaßen mit einer erweiterten Begründung zu wiederholen. Wenn aber auch aktuell medial präsente Einzelfälle diese Debatte beeinflusst haben mögen, so sind wir klug beraten, ohne Hektik alle Belange abzuwägen. Organisationen wie Transparency International oder Lobby Control weisen hier bereits in die richtige Richtung und zeigen auch die Defizite eines EU-Modells, beispielsweise zu Karenzzeiten bei der Kommission, mit auf. Insoweit stelle ich hier in diesem Hause einen Grundkonsens über das Ob für Karenzzeiten fest und freue mich, dass Sie diesen Weg mit Anträgen begleiten wollen. Die Diskussion über Karenzzeiten für ausgeschiedene Regierungsmitglieder, und ich beziehe mit dieser Formulierung bewusst Mitglieder der Bundes- und Landesregierungen, parlamentarische und hauptamtliche Staatssekretäre ein, mutet simpel an, verbirgt aber ihren tatbestandlichen Kern zwischen der freiheitsrechtlichen Seite der Berufsfreiheit und zwischen dem Selbstschutz und der Integrität von Regierungshandeln, aber auch der Vertraulichkeit und Beeinflussbarkeit parlamentarischer Prozesse vom Deutschen Bundestag bis in die Landtage hinein. Die Karenzzeit verfolgt daher das Ziel, Kompetenzen, Erfahrungen und vor allem auch Netzwerke und Kontakte, die auf Kosten des Steuerzahlers erworben worden sind, nicht unmittelbar gewinnbringend in die private Wirtschaft einzubringen. Das wollen wir verhindern, damit der Staat keinen Schaden nimmt. Die private Wirtschaft hat die Gefahr des Wechsels zur Konkurrenz im weitesten Sinne bereits früh erkannt und Vorkehrungen getroffen. Private Arbeitgeber lassen beispielsweise im Konkurrenzfalle Auszubildende bis hin zu leitenden Angestellten nicht ohne weiteres ziehen und knüpfen daran auch eine Entschädigungspflicht im privatwirtschaftlichen Sinne an. Aber ob nun zwischen der Politik und der Privatwirtschaft ein Konkurrenzverhältnis besteht, ist nicht die eigentliche Frage. Vielmehr geht es darum, ob periodisch ministeriale Hoheitskenntnisse und Fähigkeiten sprichwörtlich eingekauft und verkauft werden können. Und da blendet die Farbenpracht das Auge bei den Linken und den Grünen. Bei der Dauer von gesetzlichen Veränderungen haben diese überlegenen Sachkenntnisse eben eine erhebliche Halbwertszeit. Und der Tatbestand, wie ich eingangs formuliert habe, suggeriert, dass man eine gesetzliche Regelung schon im Hinterkopf hat. Diesem Eindruck möchte ich persönlich widersprechen, weil ich folgenden Widerspruch nicht aufzulösen vermag. Wenn ein Unternehmensvorstandsmitglied in die Spitze des Wirtschaftsministeriums, ein Gewerkschaftsfunktionär in die Spitze des Arbeitsministeriums wechseln könnte und beide dabei nur arbeitsvertragliche Fristen zu berücksichtigen haben, dann aber aufgrund einer Karenzzeit nicht unmittelbar in ihre ursprünglichen Tätigkeiten zurückkehren können, so wird es um den Nebeneffekt potenziert, dass ein Minister- oder Staatssekretärsamt vorübergehend berufliche Perspektiven jenseits der Politik verbaut. Im Ergebnis schmälert dies auch die Attraktivität von Regierungsämtern. Und attraktive Stellenangebote haben nun mal nicht Bewerbungsfristen von mindestens 3 bis 5 Jahren im Falle eines freiwilligen oder unfreiwilligen Ausscheidens aus der Regierung. Darüber hinaus führt diese Debatte um Karenzzeiten, wie sie Fraktionen von Die Linke und Grünen überspitzt formulieren, in der Konsequenz zu einem völlig realitätsfremden Bild. Eine Karenzzeit ist kein Sprech- oder Handlungsverbot für ein ausgeschiedenes Regierungsmitglied. Langfristige Fernwirkungen eines Regierungsamtes sind niemals völlig auszuschließen, erst recht nicht durch überlange Karenzzeit, die im Zweifel genau das Gegenteil bewirkt. Wohl aber können wir kurzfristige Verquickungen in laufenden Gesetzgebungsverfahren, die eine Beeinflussbarkeit politischer Prozesse von Bundesregierung bis Bundestag betreffen, in personeller und sachlicher Hinsicht kappen. Dies führt uns zu der Frage, was unmittelbar eigentlich in zeitlicher Dimension auf die Interessensverpflichtung bedeutet. Denn unabhängig über welche Mindestdauer wir hier reden, und wir sind nicht auf dem Basar an der Stelle, sprechen wir darüber, dass am Ende ein Steuerzahler für so eine Entschädigungspflicht auch aufkommt. Und gerade deshalb mahne ich hier zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Debatte. Wenn die Antragsteller die Einzelfälle emotional für eine gesellschaftliche Akzeptanz zu nutzen versuchen, um sich gegenseitig in der Dauer der Karenzzeit zu überbieten. Wenn man glaubt, mit einer stetig erhöhten Dauer der Karenzzeit Wählerstimmen zu fangen, verliert man an dieser Stelle die Bodenhaftung, denn selbst der Gerechte wird ungerecht, wenn er selbst gerecht wird. Sinn und Zweck ist der Schutz der Würde der Regierung insgesamt, der Schutz des Bundestags selbst, aber auch der grundsätzliche
aber grundsätzlich auch der Schutz der gesellschaftlichen Akzeptanz eines interdisziplinären Wechsels zwischen Politik und Wirtschaft. Und da bin ich froh, dass beide Antragsteller das auch nicht bestreiten und dass das ein Konsens ist. Wir als Sozialdemokraten haben dies in den Koalitionsverhandlungen sehr deutlich gemacht und auch durchgesetzt. Nun ist der gemeinsame Weg der Regierungsfraktionen, aber auch aller Fraktionen in diesem Hause bereitet, eine konstruktive Lösung zu finden. Neben der zeitlichen Dimension gibt es allerdings, und jetzt wird es dröge, auch eine sachliche Dimension. Beides ist aus meiner Sicht nur einvernehmlich regelbar. Sofern man einen Bezug zwischen Regierungsamt und ausgeübter Tätigkeit in die Privatwirtschaft verlangt, um eine Interessensverflechtung eben nachzuweisen, besteht das Problem der Grauzonen jenseits von einstimmigen Sachverhalten. Erlauben Sie mir an dieser Stelle ein Gedankenspiel. Der Gesundheitsminister ist nicht da, da kann man das Beispiel bringen. Wenn der Gesundheitsminister in die Automobilindustrie wechseln wollen würde, dann wäre dieser Wechsel als so abwegig gekennzeichnet, dass es schon wieder stimmen müsse und krampfhaft gesucht würde nach eben jener Verflechtung. Aber mal zurück zur Sachlage, ein beschränktes Berufsverbot wäre demnach in seiner sachlichen Komponente permanent dem Streit unterworfen und würde je nach Ministeriumzuschnitt auch eine potenzielle Ungleichbehandlung der Regierungsämter schon unter sich bedeuten. Das andere Extrem mit einer zeitlichen Beschränkung, aber einem umfassenden sachlichen Verbot in jeglicher Hinsicht, wäre aus Sicht der Gleichbehandlung von Regierungsämtern und Zuschnitten denkbar. Aber da formulieren Sie mir mal das Gesetz an der Stelle. Da bin ich sehr darauf gespannt, ob Sie das juristisch sauber auch hinkriegen. Und jetzt differenziere ich noch eine Ebene für Sie. Geht man noch eine Differenzierungsebene tiefer und knüpft an konkrete Sachzuständigkeiten an und erhebt dies zum Ausgangspunkt der vorübergehenden Beschränkung der Berufsfreiheit. So mag dies nach einem belastbaren Kriterium klingen. Aber dass eine ministerielle Befassung des Betroffenen nicht vorlag, dieser Vorwurf wird angesichts von Dienstbesprechungen, Kabinettssitzungen niemals völlig zu entkräften sein, weil im Mindestmaß die Kenntnis nicht auszuschließen sein wird. Die fehlende Paraffierung eines Vorgangs durch den Betroffenen würde niemals die politische, nicht juristische, die politische Unschuldsvermutung an der Stelle aufheben. Damit hätten wir eine Generalklausel für künftige Streitgespräche an einer Stelle hineinformuliert, wo wir Verbindlichkeit herstellen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade dies zeigt, dass es leichter ist, diesen Gesetzesentwurf zu fordern, als ihn vorzulegen. Und wenn man ihn schon fordert, muss man schon die Gewissheit haben, dass der Komplex zuverlässig regelbar ist. Und ohne eine abschließende Bewertung an dieser Stelle vorzunehmen, zeigt das Panorama, dass eine tiefgründige Sacharbeit unerlässlich ist, die Karenzzeiten vernünftig und machbar einzuführen. Und genau hierzu lade ich im Namen der Regierungsfraktionen auch die Antragsteller herzlich ein. Die Debatte hier und heute nehme ich persönlich als notwendige und wichtige Gelegenheit, die äußeren Pole des Komplexes zu definieren. Wir sollten antreten, eine effektive und pragmatische Lösung zu finden, die regelungstechnisch zunächst bei der Selbstverpflichtung ansetzen könnte. Damit plädiere ich darüber hinaus für einen verbindlichen Lösungsansatz, der den Grundkonsens in diesem Hause einstimmig fixiert und darüber hinaus unbedingt, nicht unbedingt konsensfähige Punkte im Rahmen eines Ehrenkodexes, Verhaltenskodexes, da sind wir dann offen für Gespräche, konkretisieren kann. Aber eine verbindliche Regelung für Karenzzeiten, da besteht kein Zweifel dran, ist dringend geboten. Die konkreten Fragen allerdings in sachlicher Hinsicht, ob und wie weit ein fachübergreifender oder fachinterner Wechsel von Politik in Wirtschaft vorliegt, wird stets eine Einzelfallbewertung bleiben. Dabei möchte ich diese Einzelfallbewertung aber stets der parlamentarischen Kontrolle unterworfen wissen. Schon jetzt gilt in § 5 Absatz 1 Satz 2 Bundesministergesetz, dass den Bundestag bei der Vereinbarkeit beispielsweise von Regierungsamt und Zugehörigkeit zu einem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat zum Souverän macht. Diese Prägung von Parlamentarismus könnten wir in die Beratung bereichernd einbringen. Zusammenfassend, die SPD und die übrigen Regierungskoalitionen werden diesen Koalitionsvertrag an dieser Stelle umsetzen und zügig Karenzzeiten einführen. Da ist die Regierung an dieser Stelle gefordert. Hier geht es nicht nur um die Würde von Regierungsämtern schließlich, sondern auch um die Integrität des politischen Systems in Deutschland. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und im Ruhrgebiet sagt man auch nur ein herzliches Glück auf an der Stelle. Mahmut Özdemir war das für die SPD-Fraktion, Mitglied im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Und er zweifelt daran, dass es eine juristisch saubere, gesetzliche Regelung für die Karenzzeiten geben kann, so wie die Linken das fordern. Da hat er ganz klar seine Bedenken, die hat er jetzt geäußert. Anders wird es vermutlich der nächste Redner sehen. Der kommt nämlich von der Oppositionsseite, von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Als nächster Redner rufe ich auf Dr. Konstantin von Notz für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition, Ihre Argumentationsweise ist hoch widersprüchlich. Auf der einen Seite sagen Sie, Sie wollen am gesetzlichen Status quo nichts ändern. Auf der anderen Seite aber hört man in den letzten Tagen immer wieder die Erinnerungen an Vorgänge von vor 10 Jahren, an Joschka Fischer und Matthias Berninger, die vielen ja hier offensichtlich noch lebhaft vor Augen stehen. Wenn es um die Kollegen von Kleden, Fahrenschon und Pofalla geht, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, dann ist das alles für Sie kein Problem. Wenn es um Gerhard Schröder und Kurt Beck geht, echauffieren Sie sich öffentlich und medial ohne Ende. Das ist widersprüchlich und es trägt argumentativ eben nicht durch. Und Sie offenbaren damit selbst, wir brauchen eine solche Regelung. Und Herr Kollege Özdemir, herzlichen Glückwunsch auch von mir zu Ihrer ersten Rede. Und wenn das alles so im SPD-Wahlprogramm steht, ist das ja eine feine Sache. Ja, aber jetzt regieren Sie und jetzt müssen Sie es halt umsetzen, was Sie ins Wahlprogramm geschrieben haben und den Menschen versprochen haben. Und kaum, dass Sie hier 2 Monate regieren, ja, wird auf der landespolitischen Ebene von Herrn Stegner noch die große Rhetorik angewandt. Und hier sind Sie wachsweich und fordern auf einmal Selbstverpflichtungsregelungen. Das ist inkonsequent und so geht es nicht. Und dass wir eine Regelung brauchen, das zeigt doch auch die Kanzlerin. Sie lässt selbst verbreiten, sie habe ihrem Kanzleramtsminister eine Zeit im Abklingbecken selbst empfohlen. Aber er hält sich halt nicht dran. Ihr engster Vertrauter hört nicht auf die Kanzlerin. Und da sehen Sie ja, wo Sie mit Ihren Selbstverpflichtungen landen. Die Nummer Pofalla, selbstverpflichtet Pofalla. Oder um es ein bisschen anschaulicher für Sie zu machen, Gerhard Schröder, selbstverpflichtet Gerhard Schröder, die funktioniert halt nicht und deswegen brauchen wir eine gesetzliche Regelung. Das Grundproblem an der Debatte ist der böse Schein, den diese direkten Wechsel erzeugen. Und uns geht es nicht darum, den Wechsel aus einer Regierungsfunktion in die Privatwirtschaft grundsätzlich zu verhindern, schon gar nicht dauerhaft. Und um es für uns Grüne noch einmal glasklar zu sagen, natürlich muss ein Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft möglich sein, insbesondere wenn man nicht will, dass jemand, der einmal Politik macht, immer Politik machen muss. Aber ohne eine Regelung, und das zeigt doch nun die seit Wochen anhaltende Debatte um den Kollegen Pofalla, nimmt unsere Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit unseres politischen Systems, unsere Demokratie Schaden. Uns geht es darum, für den Fall eines von einem unabhängigen Gremium festgestellten Interessenkonflikts eine Übergangsfrist zu schaffen, um diesen bösen Schein abzuwenden und dafür sorgt, dass Politik und Wirtschaft nicht in Misskredit geraten. Und hören Sie in dieser Diskussion endlich auf mit diesen Netzbeschmutzeranfeindungen. So diejenigen, die ein offensichtliches gesellschaftliches Problem ansprechen, die sind nicht deren Urheber. Die schärfsten Töne in der Debatte, die kommen aus der CDU. Und zwar aus dem Kreisverband des Kollegen Pofalla aus dem schönen Kleve. Die sind die Scharfmacher in der Debatte. Also scheint es da ja irgendwie ein gesellschaftliches Problem zu geben. Und nochmal, weil ich es in den letzten Wochen so oft gehört habe, zu dem Argument der Berufsverbote. Wollen Sie ernsthaft behaupten, dass die heute bestehenden Regelungen im Beamtenrecht, im Handelsrecht Berufsverbote sind? Berufsverbote haben Tausende von Bürgerinnen und Bürgern von ihrem Anspruch auf Aufnahme in den öffentlichen Dienst aus politischen und ideologischen Motiven dauerhaft ausgeschlossen. Hier bei den Karenzzeiten für ehemalige Regierungsmitglieder geht es darum, nur für den Fall eines unabhängig festgestellten Interessenkonflikts überschaubare Fristen zu schaffen, um den Interessenkonflikt zu vermeiden. Ihr Vergleich ist zynisch, unsachlich und ich weise ihn aufs Schärfste zurück. Herr Kollege, denken Sie ein bisschen an Ihre Redezeit. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Transparenzverpflichtungen, Karenzzeiten und klare Spielregeln sind schon heute internationaler Standard. Entsprechende gesetzliche Vorschläge liegen hier im Hause seit langem auf dem Tisch. Wir fordern Sie nochmals auf, beenden Sie den Zustand der Rechtsunsicherheit, schaffen Sie endlich eine klare gesetzliche Regelung. Ganz herzlichen Dank.
Konstantin von Notz war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, und er hat noch mal mit Nachdruck eine gesetzliche Regelung für die Karenzzeit gefordert. Hans-Peter Uhl, der nächste Redner, er spricht für die CDU-CSU-Fraktion, und er ist Justiziar für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine werten Kolleginnen und Kollegen, Herr von Notz, ich möchte Ihnen zunächst mal empfehlen, nachzulesen ein Interview im Deutschlandfunk gegeben von einer, würde ich sagen, im deutschen Parlamentarismus, einer gewissen Autorität, nämlich Heiner Geißler, zu eben diesem Thema und zur Causa Pofalla. Lesen Sie es mal durch. Dann sehen Sie, dass Ihre Rede völlig neben dem Thema liegt. Sie wollen eine gesetzliche Regelung, fordern Sie mit Inbrunst, macht aber nicht den Hauch eines Ansatzes, eines gedanklichen Ansatzes für den Wortlaut einer solchen gesetzlichen Regelung, weil Sie wissen, dass dieser Sachverhalt per Gesetz nicht regelbar ist. Nicht regelbar ist. Das will nicht heißen, dass wir an der Stelle kein Problem haben können. Es ist durchaus denkbar, dass Missbrauch möglich ist und dass wir diesen Missbrauch vorbeugen müssen. Aber einer gesetzlichen Regelung ist dieser Sachverhalt kaum zugänglich. Warum? Sie sagen, das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität staatlichen Handels sei in Gefahr. Sagen Sie jetzt aus Anlass des ins Gespräch gebrachten Wechsels von Kanzleramtsminister Bofalla zur Bahn. Meine Damen und Herren, kein Gesetz schützt einen Politiker, der einen solchen oder einen anderen Wechsel vorhat, vor Verleumdung, vor Neiddebatten und vor verwirrten Geistern, die alles durcheinander bringen. Ein Wechsel von einem Regierungsamt zu einem Amt bei der Bahn ist ein Wechsel vom Bund zum Bund. Das ist überhaupt kein Wechsel. Man setzt sich für die Allgemeinheit ein in der Regierung, man setzt sich für die Allgemeinheit ein bei der Bahn in einem speziellen Fall. Der Unterschied ist nur der, das verstehen Sie zwar nicht, da geht es um privatwirtschaftliche Strukturen von den Linken. Das ist ja auch der Grund, warum die Linke eine grenzenlose Karenzzeit fordert, weil sie nicht in der Gefahr lebt, irgendwann von irgendeinem Wirtschaftsunternehmen übernommen zu werden. Mit einem linken Vorstandsmitglied kann man das Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht allenfalls möglichst zügig dem Konkurs zuführen, aber nicht kreativ tätig sein. Nein. Glauben Sie eine Frage von Kollegen Notz? Nein, von Notz. Ich gehe gleich auf den Kollegen Notz noch mal ein. Da kann also ich die keine Fragen Frage. Sammeln, Frau Gut. Präsidentin. Ich möchte Sie ermahnen, von den Grünen, sich die Fälle auch in Ihrer Partei noch mal vor Augen zu führen. Da gab es ja diesen bereits zitierten parlamentarischen Staatssekretär Berninger, der war zuständig für unter anderem für gesunde Ernährung. Der wechselte unmittelbar in den Vorstand des Nahrungsmittelkonzerns Mars. Stelle anheim, ob wir das unter gesunder Ernährung subsumieren sollten. Nein, der Fall anderer, ich habe hier eine Liste von allen grünen Politikern, ich will sie jetzt aber nicht der Reihe nach aufzählen. Wir hätten noch unseren Freund Rezo Schlauch, eine Frohnatur im Bundestag seinerzeit, der dann bei der ENBW für sein persönliches Fortkommen gesorgt hat. Nein, ich meine, wir sollten in aller Ruhe die Fälle auseinanderhalten und keinesfalls eine Neiddebatte führen, von wegen, es müssen hochdotierte Anschlussverwendungen verhindert werden. Das ist eine Forderung, die ich bei Ihnen nachgelesen habe. Meine Damen und Herren, es gibt Fälle, da wechselt ein Politiker in eine Nichtregierungsorganisation. Ist das schlimm? Es gibt Fälle, da wechselt ein Politiker in eine Gewerkschaft oder kommt von derselben, hochdotiert zum Teil, mit vielen Aufsichtsräten. Ist das schlimm? Es gibt Fälle, da wechselt ein Politiker in die Spitze der Caritas oder dem Roten Kreuz. Soll man hier mit Karenzzeiten arbeiten? Obwohl natürlich eine Caritas neben dem gemeinnützigen Tätigkeitsfeld auch ein Tätigkeitsfeld hat mit Gewinnerzielungsabsicht und der Politiker dann natürlich auch
seine Arbeit in einem Dienstwagen mit Chauffeur fortsetzt, wie zuvor als Minister. Ist das schlimm? Herr Kollege Uhl, erlauben Sie eine Zwischenfrage nicht von Frau Nott, sondern von Frau Hasselmann? Ja. Ja, gut. Danke. Muss ich reden. Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Vielen Bündnis Dank, 90 Die Grünen mit der Zwischenfrage. Es geht ja im Übrigen nicht von Ihrer Redezeit ab für die Kolleginnen und Kollegen, die neu sind. Von daher wundert es mich immer, wenn man keine Fragen zulässt. Ich möchte Sie fragen, zum einen haben Sie ja gerade gesagt, es gäbe einen Wechsel vom Bund zum Bund und deshalb sei das Ganze gar kein Problem. Sie wissen aber schon, dass uns im Parlament und insbesondere den Mitgliedern des Verkehrsausschusses sämtliche Auskunftsrechte, was die Bahn AG angeht, verweigert sind, mit dem Hinweis darauf, dass es ein Konzernunternehmen ist, ein ganz eigenständiges Unternehmen ist. Und damit ist das kein Wechsel von der Regierungsamt auf der einen Seite auf die Regierungsbank auf der anderen Seite. Vom Bund zum Bund würde ja bedeuten, wir sind hier alle in einem Haus. Die Regeln für die Deutsche Bahn AG sind vollkommen klar, Konzern, Bahn AG, und wir haben als Bundestag nicht mal ausreichende Kontrollrechte und Eingriffsrechte und Informationsrechte. Das haben wir ja sogar rechtlich alles prüfen lassen. Deshalb stimmt doch Ihre Analyse an dem Punkt nicht. Und dazu möchte ich gerne mal eine Aussage von Ihnen haben. Wenn Sie sich dem Artikel 87e, ist es glaube ich, in der Verfassung nähern, mit seinen 5 Absätzen, gebe ich zu, dass es ein komplexes Rechtsverhältnis ist zwischen der Bahnschiene, dem Bahnverkehr, zwischen Absatz 3, in dem drin steht, dass das Ganze privatwirtschaftlich organisiert wird, und im Absatz 4 aber wieder die Gemeinwohlabsicht dokumentiert ist. Das heißt, auch die privatwirtschaftlich organisierte Bahn darf nicht am Gemeinwohl vorbei sich entwickeln, und da ist es Ihre Aufgabe im Verkehrsausschuss dafür zu sorgen, dieses zu verhindern. Und deswegen habe ich ja Ihrem Kollegen von Notz auch empfohlen, das Interview vom Herrn Geisler zu lesen. Denn da arbeitet er genau den Punkt raus, der Ihnen am Herzen liegt, dass der Vorgänger von Herrn Grube von Herrn Geisler gerügt wird, weil er das Allgemeinwohl der Deutschen, die mit der Bahn befördert werden wollen, aus dem Auge verloren habe und einen internationalen Logistikkonzern daraus machen wollte. Und das können Sie verhindern, wenn Sie aufpassen im Verkehrsausschuss unter Bezug auf Artikel 87e Absatz 4. Also ich gebe aber zu, ich gebe Ihnen recht, es ist kompliziert, das Rechtsverhältnis. Aber es muss möglich sein. Dankeschön. Weiter geht's. Die Grünen sagen, dass eine möglichst lange Karenzzeit das Problem löse. Nicht. Gut, dann werden Sie ja sich doch äußern können. Ich meine, wenn wir das gemeinsame Ziel haben, auch die Grünen anscheinend, dass ein Wechsel von der Wirtschaft in die Politik möglich sein soll und umgekehrt auch. Wenn Sie dann aber eine Karenzzeit, und zwar per Gesetz geregelt, abstrakt, generell, ohne vorher zu definieren, wo die Ausnahmen sein sollen, da habe ich ja überhaupt nichts gehört von Ihnen, wo die Ausnahmen sein sollen, dann kommen Sie in eine Situation, wo es einen Wechsel faktisch nicht mehr geben wird. Stellen Sie sich einen Manager vor eines großen Konzerns, der gebeten wird von der Bundesregierung, ob er nicht ein Ministeramt vielleicht für 4 Jahre übernehmen könne. Und jetzt schreiben wir ein Gesetz, da steht drin, wenn die 4 Jahre vorbei sind, entscheidet über die Frage, ob er wieder zurückkehren kann in sein altes Unternehmen oder in ein anderes Unternehmen, eine Ethikkommission, ob er seinen Beruf fortsetzen kann. Glauben Sie, dass der sagt, ihr spinnt ja wohl. Ja? Ich mache für einen Bruchteil meines Gehaltes für 4 Jahre Dienst an der Allgemeinheit, weil ihr das so wünscht, bin bereit dazu. In Amerika gibt es ja die One-Dollar-Man, bin bereit dazu. Aber nach 4 Jahren bin ich nicht Herr meines Berufslebens, sondern entscheidet eine Ethikkommission, die das Parlament einberufen hat. Meine Damen und Herren, das ist doch grober Unfug. Nein, ich möchte, dass wir mehr Wechsel haben. Es wird doch immer wieder gerügt, dass dieses Parlament falsch zusammengesetzt sei. Und da ist doch was dran. Da ist doch was dran. Dass wir nicht, dass zu viele Beamte, zu viele Juristen, zu wenig Sachverstand aus der Wirtschaft, aus dem
in diesem Parlament vertreten ist. Und deswegen sollten wir darauf Wert legen, dass dieses Ziel nicht aus dem Auge verloren wird. Also werden wir versuchen, der Koalitionsvereinbarung gemäß eine Regelung zu finden, die keine gesetzliche Regelung, keine Starrregelung sein wird, die aber Missbrauch verhindern sollte. Durch soziale Kontrolle, mehr appellierenden Charakter hat, die aber die Vielfalt der Fälle im Auge hat und nicht starr und damit falsch regelt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Uhl. Hans-Peter Uhl war das, der Justiziar der CDU-CSU-Fraktion. Er machte noch mal ganz deutlich, dass per Gesetz eine Regelung für die Karenzzeiten nicht möglich sei, wenngleich er auch darauf hinweist, dass es eine andere Möglichkeit der Regelung da geben müsse. Die nächste Rednerin, Sabine Leidig, für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin dem Kollegen Uhl sehr dankbar für diese Steilvorlage, denn ich möchte den speziellen Fall Profalla und die Deutsche Bahn hier kurz beleuchten. Erzeugt, davon bin ich überzeugt, von einem maroden Politikstil, von dem die Bürgerinnen und Bürger hierzulande zunehmend frustriert sind. Vorweg. Wir sind überhaupt nicht dagegen, dass Allgemeinwohlinteressen durch politische Einflussnahme auf Wirtschaftsunternehmen durchgesetzt werden. Dazu ist ein Parlament und dazu ist eine Regierung da. Und das gilt natürlich erst recht für ein Unternehmen, das dem Bund gehört, aus Steuermitteln finanziert wird und öffentliche Aufgaben hat, wie es bei der Deutschen Bahn der Fall ist. Aber erstens muss darüber auch öffentlich beraten und diskutiert werden. Die Entscheidungswege müssen transparent sein und alle gesellschaftlichen Interessen müssen zum Tragen kommen. Und zweitens muss in diesem speziellen Fall ein gutes Bahnangebot für alle das Ziel der politischen Einflussnahme sein. Zu beidem aber haben Frau Merkel und Herr Profalla das Gegenteil getan. Und ein Exempel dafür ist der unselige Tunnelbahnhof Stuttgart 21. Wir erinnern uns, vor etwa einem Jahr musste man zugeben, dass der Kostendeckel von 4,5 Milliarden um mindestens 2 Milliarden überstiegen wird. Ein internes Papier aus dem Verkehrsministerium bestätigt die vielen Zweifel, die längst existierten. Der Vorstand kann die Wirtschaftlichkeit des Projektes nicht nachweisen. Die Projektpartner wollen keine zusätzlichen Kosten übernehmen. Eigentlich muss der Aufsichtsrat, der die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu überwachen hat, den geordneten Ausstieg entscheiden. Aber es kommt anders. Am 5. März entscheidet der Aufsichtsrat für Weiterbau. Was war geschehen? Herr Profalla hatte im Namen der Kanzlerin massiv auf die drei Staatssekretäre eingewirkt, die für den Bund im Bahnaufsichtsrat sitzen, in Einzelgesprächen. Er hat sie damit zur Untreue an diesem öffentlichen Unternehmen angestiftet. Deshalb ist jetzt übrigens auch ein Strafantrag gegen ihn eingereicht worden. Aber das alles geschah nur, weil die Kanzlerin auf keinen Fall eine politische Niederlage einstecken wollte im Wahljahr. Und das ist der eigentliche Skandal. Profalla wird wohl demnächst von der Bahn bestens bezahlt. Aber ein Lobbyist für den Schienenverkehr ist er nicht. Im Gegenteil, die 6, 7 oder mehr Milliarden, die bei Stuttgart 21 vergraben werden, fehlen ja für den Ausbau der Bahn in der Fläche. Nun wird ja gemutmaßt, dass der Vizekanzler Herr Gabriel die Kröte Profalla schlucken wird, damit im Gegenzug ein Pöstchen von ihm zu besetzen wäre. Und wenn es stimmt, dass dann Herr Grossmann, der Duzfreund von Herrn Schröder, Atomenergieverfechter, Stahlbaron und ICE-Stahl-Achsenmonopolist zum Aufsichtsratsvorsitzenden der DB AG werden soll, dann wäre das ein genauso übles Treiben. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, denken Sie bitte an Ihre Redezeit, einen Riegel vorzuschieben. Denken Sie bitte an Ihre Redezeit, Frau Kollegin. Ich komme zu meinem letzten Satz. Wirklich nötig wäre etwas ganz anderes, dass die Zahlen und Pläne der Bahn AG veröffentlicht werden, wie es bei der Schweiz möglich ist,
dass endlich Fahrgast-, Umweltverbände, Behindertenvertreter und Regionalbahnen die Ziele und Projekte der Deutschen Bahn bestimmen und daran beteiligt sind. Dieses Unternehmen gehört nämlich uns allen und darf kein machtpolitischer Spielball des Kanzleramtes bleiben. Dankeschön. Danke, Frau Kollegin. Sabine Leidig war das für die Fraktion Die Linke. Sie ist Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Und die nächste Rednerin, das ist Sonja Steffen für die SPD-Fraktion. Sie ist Sprecherin für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Sonja Steffen, natürlich für die SPD. Entschuldigen Sie bitte. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte anwesende Gäste. Damit die Abgeordneten des Deutschen Bundestages ihr Mandat als Vertreter des gesamten Volkes vertrauensvoll ausüben können, müssen sie frei und unabhängig sein. Finanzielle Abhängigkeiten und Interessenskonflikte müssen erkennbar und kontrollierbar sein. Dies ist aber nur möglich, wenn die geschäftlichen Beziehungen und die beruflichen Tätigkeiten der Abgeordneten transparent sind. Nur so können wir das Vertrauen des Volkes in die freie Ausübung des Mandates gewinnen. Und in der Vergangenheit sind schon sinnvolle Regelungen getroffen worden. Ich erinnere beispielsweise an die Regelung unter Rot-Grün 2005 in Bezug auf die Offenlegung von Nebeneinkünften. Es gibt allerdings noch viel Regelungsbedarf, zum Beispiel in Bezug auf die Abgeordnetenbestechung, aber auch in Bezug auf die Karenzzeiten für ehemalige Regierungsmitglieder. Und, meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hatte nicht nur, beziehungsweise Partei hatte nicht nur in ihrem Wahlprogramm, darauf hat Herr Özdemir mir schon hingewiesen, sondern auch in der letzten Legislaturperiode einen Antrag ins Parlament eingebracht, der genau dieses Problem zum Inhalt hatte. Karenzzeit für ehemalige Bundesminister und parlamentarische Staatssekretäre. Wir haben damals gesetzliche Regelungen gefordert, die eine Karenzzeit vorsehen, und zwar in Anlehnung an die Vorschriften, die in der Europäischen Kommission gelten. Wir haben darüber schon einiges gehört. Ich will dennoch kurz auf den Inhalt dieser Regelungen eingehen, weil wir uns damals auch darauf bezogen haben. Ein Verhaltenskodex verpflichtet die ehemaligen Kommissare dazu, bei der Aufnahme von Tätigkeiten nach Ende der Amtszeit ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. Die Tätigkeit ist der Kommission rechtzeitig zu melden. Und darüber hinaus dürfen die ehemaligen Kommissare in der Übergangszeit keine Lobbyarbeit betreiben, die ihren ehemaligen Zuständigkeitsbereich betrifft. In strittigen Fällen entscheidet dann ein Ethikkomitee. Und über die Empfehlungen dieses Ethikgremiums entscheidet die Kommission. Das klingt gut, ja. Und in der Tat widmet sich übrigens auch, Herr von Notz, der Koalitionsvertrag diesem Problem. Wir sehen da durchaus Handlungsbedarf. Das ist schon zitiert worden. Hier heißt es, um den Anschein von Interessenskonflikten zu vermeiden, streben wir eine angemessene Regelung an. Sicher ist sie allgemein gefasst, aber dennoch, wir fordern Sie ja auf, hier im Konsens zu einer vernünftigen Regelung zu finden und zu kommen. Und in diesem Zusammenhang sind zwei wichtige Fragen zu klären. Die erste Frage ist, wie grenzen wir eine angemessene Regelung von einem verfassungswidrigen Berufsverbot ab? Und bei dieser Frage darf man sich die Antwort nicht zu populistisch machen, nach dem Motto 3 bis 5 Jahre gesetzliches Berufsverbot für ausscheidende Regierungsmitglieder. Vielmehr bedarf es einer verfassungskonformen Auslegung bzw. Regelung. Vom Grundsatz her ist unser repräsentatives Demokratiemodell so ausgerichtet, dass ein politisches Mandat oder Amt nur für eine beschränkte Dauer ausgeübt wird. Darauf hat der Kollege Kaster schon verwiesen. Diese Arbeit hier im Parlament und auch in der Regierung ist kein Amt auf Lebenszeit. Es spielt keine Rolle, zumindest meistens, ob und über welche entsprechende Vorbildung wir verfügen. Und jeder Ausscheidende ist selbst dafür verantwortlich, dass sein Berufsleben nach der Beendigung des zeitlich begrenzten Mandates weitergehen kann. Dann kehren viele zu ihrem alten Beruf zurück und andere wenden sich neuen Aufgaben zu. Und dabei muss es auch legitim sein, dass man sich Aufgaben widmet, die man während der Amtszeit fachpolitisch betreut hat. Wir haben hier schon einige Beispiele gehört. Ich möchte noch ein paar nennen, damit wir erkennen, welche Palette von Problemen wir da zu bearbeiten haben. Ist es beispielsweise als Skandal zu bezeichnen, wenn sich eine familienpolitische Fachpolitikerin nach Beendigung des Mandats im Bereich des Kinderschutzbundes engagiert?
Und es ist skandalös, wenn ein verdienter und erfahrener Sozialpolitiker nach seinem Ausscheiden in die Gewerkschaft, für die Gewerkschaft arbeitet. Das Beispiel hatten wir schon. Aber beispielsweise wird es dann skandalös, wenn es sich um einen Unternehmensverband handelt? Ist es nicht legitim, wenn ein Staatssekretär des Bundestages als Landesminister seine politische Arbeit fortsetzt? Wo beginnt die Grenze des Klüngels, der dem Vertrauen des Volkes in die Politiker sehr schaden kann? Und richtig, nicht jeder Lobbyismus ist Teufelszeug, im Gegenteil. In jedem Fall ist die Grenze überschritten, wenn ein Wechsel in den Lobbybereich der freien Wirtschaft erfolgt oder erst wenn eine gewisse Gehaltsgrenze überschritten ist. Liebe Kollegin Steffen, sind Sie bereit, eine Zwischenfrage von der Kollegin Hasselmann zuzulassen? Nein. Auf jeden Fall ist die Grenze überschritten, wenn für ehemalige Berufspolitiker ein hochdotierter Posten in einem Wirtschaftsbereich zurechtgeklüngelt wird, den der Politiker während seiner Amtszeit betreut hat. Letztendlich kann man sich allerdings schwer eine Regelung vorstellen, die auf alle Fälle zutrifft. Denn hier kommt man schon sehr schnell in den Bereich von verfassungswidrigen Berufsverboten. Ich sehe das ein Stück weit anders als Sie, Herr Notz, weil auch alle Entscheidungen, die wir haben, im Bereich des Arbeitsrechts und im Bereich des Handelsrechts, landen letztendlich bei der Frage des Artikels 12 und ob die Entscheidung in diesem Bereich, in diesem Zusammenhang noch möglich ist. Es darf also nicht darum gehen, den Wechsel aus der Politik in andere Tätigkeiten grundsätzlich zu untersagen, sondern nur dann, wenn schwerwiegende Interessenskonflikte vorliegen. Und das ist dann der Fall, wenn durch die Ausübung der neuen Tätigkeit beispielsweise die Interessen der staatlichen Gewalt gefährdet sind oder wenn eine konkrete Gefahr besteht, dass ein entscheidender Einfluss auf entscheidende Personen in der Politik ausgeübt wird. Die zweite Frage, die ich vorhin gestellt habe, ist die, wie lange soll eine Karenzzeit für ehemalige Regierungsmitglieder sein? Sie von den Grünen fordern in Ihrem Antrag eine 3-jährige Übergangsfrist. Unser Antrag aus der letzten Legislaturperiode forderte eine Karenzzeit von 18 Monaten. Nach dem Vorschlag der Fraktion Die Linke soll die Karenzzeit sich an dem Zeitraum des gewährten Übergangsgeldes orientieren. Der Vorschlag ist in der Tat gar nicht so schlecht. Darüber sollten wir reden, auf alle Fälle. Aber Sie sollten sich bei den Linken schon einigen, weil Ihre Parteivorsitzende hat 5 Jahre Karenzzeit gefordert. Da gibt es schon einen großen Unterschied. Karenzzeiten sind in der Tat mit Rücksicht auf das Grundrecht der Berufsfreiheit nur dann gerechtfertigt, wenn und solange sie notwendig sind, um das Parlament und die Regierung, aber auch die ausscheidenden Regierungsmitglieder in ihrem Ansehen zu schützen. Sie dürfen hingegen nicht eingesetzt werden, um das frühere Regierungsmitglied für eine berufliche Tätigkeit schlicht unbrauchbar zu machen. Bei einer Karenzzeit von 3 oder gar 5 Jahren wird jeder, der in einem politischen Mandat ist, sich zukünftig tatsächlich sehr gut überlegen, ob er sich für die begrenzte Zeit des Mandates in die Politik begibt. Eine längere Übergangsfrist als 18 Monate halten wir vor diesem Hintergrund für verfassungsrechtlich bedenklich. Die Karenzzeit von 18 Monaten entspricht im Übrigen der Regelung auf der EU-Ebene, darauf hatte ich schon hingewiesen. Und hier müssen die Koalitionspartner, und im Übrigen hoffe ich hier auch auf einen breiten Dialog im Bundestag, weil letztendlich kann das jeden von uns einmal betreffen. Deshalb hoffe ich, dass wir hier zu einem Konsens kommen und wirklich eine gute Lösung finden. Wir benötigen also möglichst zeitnah verbindliche Regelungen, die die Interessen unseres demokratischen Systems und des staatlichen Handelns ausreichend schützen und die andererseits aber auch das ausscheidende Regierungsmitglied nicht übermäßig einschränken. Vielen Dank. Sonja Steffen war das für die SPD-Fraktion, Sprecherin für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung im Deutschen Bundestag für die SPD-Fraktion. Und der nächste Redner ist Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Entschuldigung, die Kollegin Hasselmann hatte um eine Kurzintervention gebeten. Bitte schön, ich ziehe mich zurück. Danke. Aber nicht dauerhaft. Nur für den Zeitpunkt der Ritter Hasselmann, also nochmal die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die parlamentarische Geschäftsführerin, mit einer Kurzintervention. Ich hatte eine Kurzintervention angemeldet, weil meine Frage nicht zugelassen wurde. Vielen Dank, Herr Brandt, dass Sie sich noch mal kurzzeitig zurückziehen. Kurzintervention deshalb, weil, Frau Steffen, Sie ja mehrfach die Grünen angesprochen haben und unseren Antrag angesprochen haben. Also ich erwarte dann aber auch schon, dass Sie sich mit unserem Antrag auseinandersetzen.
Zum einen haben Sie hier mehrfach Beispiele genannt, wo es um Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker geht, die in Vereine wechseln. Wir haben in unserem Antrag uns bezogen bei Karenzzeiten auf Regierungsmitglieder und Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Und wir haben nicht auch einfach mal irgendwas formuliert, was irgendwelche Verbände formulieren, sondern wir beziehen uns auf das Bundesbeamtengesetz im Paragraphen 105. Und man sollte sich mal vor Augen führen, dass heute längst für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte genau solche Regeln, und zwar sehr klar und sehr scharf formuliert, gelten. Das weiß jede Bundesbeamtin und Bundesbeamte, die nach seiner Ausübung seiner Tätigkeit was anderes machen will. Und von daher bitte ich Sie, sich mit unserem konkreten Vorschlag der Bezugnahme auf dieses Gesetz auch in der Sache mal auseinanderzusetzen. Wir haben hier nicht von Politikerinnen und Politikern geredet, die ausscheiden. Das hat auch 18 Abgeordnete meiner Fraktion getroffen beim Wechsel aus der 17. in die 18., die alle hoffentlich eine Berufsperspektive haben, zeitnah, sondern es geht um Interessensverflechtung und Interessenskonflikte und die Ausübung einer neuen Tätigkeit in der Wirtschaft von Regierungsmitgliedern und Staatssekretärinnen und Staatssekretären. Und da bitte ich Sie dann auch mal präzise zu sein und dazu zu argumentieren und nicht dazu, dass Politikerinnen, die hier sitzen, dann auf keinen Fall woanders tätig sein dürfen und dann vielleicht auch noch ehrenamtlich. Jetzt erhält die Kollegin Steffen die Möglichkeit zur Reaktion. Sonja Steffen von der SPD noch mal mit einer Gegenreaktion. Ja, Frau Hasselmann, ich habe mich durchaus mit Ihrem Antrag auseinandergesetzt. Wenn ich das Beispiel gebracht habe, ich glaube, Sie nehmen jetzt Bezug auf mein Beispiel der verdienten Fachpolitikerin, die dann hinterher beim Kinderschutzbund arbeitet. Dann habe ich zum einen das Wort Ehrenamt nicht erwähnt, aber darum geht es nicht. Es war eins von vielen Beispielen, um aufzuzeigen, wie schwierig es ist, die Grenze zu ziehen. Also wo hört es auf, dass diese Tätigkeit erlaubt sein soll und auch keinen schlechten Geschmack hat? Und wo fängt der Klüngel an? Das habe ich damit gemeint. Im Übrigen eine Fachpolitikerin, natürlich sind auch Staatssekretäre und Regierungsmitglieder Fachpolitiker. Insofern sollten Sie diesen Begriff jetzt nicht einseitig dahin auslegen, dass ich damit das ganze Parlament bzw. die Abgeordneten gemeint habe. Es war eins von vielen Beispielen, um einfach nur zu zeigen, welche verschiedenen Möglichkeiten man zumindest bei der Abfassung, bei der Erfassung eines entsprechenden Gesetzes oder einer entsprechenden Regelung mit in die Überlegung einbeziehen muss. Herr Kollege Brandt, jetzt haben Sie das Wort. Ja, damit geht es also mit der Rednerliste wieder weiter. Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion, der nächste Redner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Kein Mikro? Wenn man einmal hier weggeht. Ne? Also, Frau Präsidentin, ich wiederhole mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Hier ist heute sehr viel, und das ist der Ausgangspunkt der Debatte, über den Kollegen Ronald Pufalla gesprochen worden. Möchte ich auch tun, Herr von Notz. Der Kreisverband Kleve fürchtet zu Recht, dass er möglicherweise einen guten, ausgewiesenen Abgeordneten verlieren könnte, wenn Herr Pufalla tatsächlich in die Privatwirtschaft wechselt. Und ich tue das persönlich auch. Ich habe den Kollegen immer als jemanden kennengelernt, vom ersten Tag an meines Abgeordnetendaseins, zu dem ich hingehen konnte, der mich immer wieder angehört hat, der mir Ratschläge gegeben hat. Das hat sich auch in seinem Amt als Minister im Kanzleramt nicht geändert. Man muss doch auch mal eine solche Persönlichkeit dann positiv erwähnen dürfen und nicht nur als Negativ-Ausgangspunkt für eine solche Debatte wählen. Und Frau Hasselmann, Sie melden mich ja hier dauernd zu Wort. Sie haben im Übrigen mit Ihrer Rede den Ausgangspunkt dafür gesetzt, dass man auf frühere Zeiten einmal auch Revue passieren lassen kann oder zurückblicken kann. Wenn man Ihre Rede verfolgt hat, dann hat die Bundesrepublik Deutschland ihre Geschichte 2005 begonnen. Das ist aber nicht richtig.
Wir hatten vor 2005 eine mehrjährige rot-grüne Mehrheit in diesem Hause, und ich habe nicht davon feststellen können, dass sich in dieser Zeit Anträge, die Sie hier vorgebracht haben, dass sich damit ausgezeichnet haben, die dort einzubringen. Das mag Gründe gehabt haben, die ich heute nicht kenne, aber das gibt doch ein bezeichnendes Licht darauf, welche Qualität diese Debatte hat. Auf eigene und ausgeschiedene Regierungsmitglieder lenkt man den Blick nicht, aber auf andere umso mehr. Und insofern, Herr von Lotz, habe ich auch eine ganz andere Wahrnehmung als Sie, wenn es darum geht, wann solche Debatten und von wem losgetreten werden. Ich habe eher den Eindruck, dass es immer dann, wenn Unionspolitiker einmal von einem Regierungsamt in die Wirtschaft wechseln, die Debatte hochgezogen wird. Ich will deshalb weder auf Herrn Fischer noch auf Herrn Berninger eingehen. Das haben die Kollegen vor mir schon hinreichend getan. Aber eins ist mir wichtig, und das ist zum Glück heute in der Debatte auch von mehreren Kollegen angesprochen worden. Ich danke insofern Herrn Kollegen Özdemir, aber auch Herrn Kaster und Herrn Uhl, dass Sie einmal den Blick darauf geworfen haben, dass es ja nicht nur darum geht bei der Debatte und bei der Lösung des Problems, es ist sicherlich ein Problem, ob jemand aus der Regierung in die Wirtschaft wechselt, sondern eben auch darum, dass jemand, und dieses Beispiel ist eben ja schon erwähnt worden, hat es auch in unserer Geschichte ja schon gegeben, aus der Wirtschaft eben vielleicht auch mal in ein Regierungsamt berufen wird. Und soll man diesem Mann, dieser Frau dann zumuten, die Perspektive zu haben, nach wie vielen Jahren auch immer, dann beim Arbeitsamt sich vorstellig zu werden, weil er keine Möglichkeit hat, in die Wirtschaft zurückzuwechseln, weil es eine wie auch immer geartete und wie auch immer lange Karenzzeit gibt. Das ist nach meiner Auffassung, wenn man das Problem einmal vom Ende betrachtet, eben genau der Punkt, über den wir hier reden müssen, genauso wie über die Frage, die auch schon angeklungen ist, ob es eben einen Unterschied macht, ob jemand wie Herr Ernst, früher Fraktionsvorsitzender der Linken, aus der Gewerkschaft kommt und dort gearbeitet hat, oder ob er aus einem anderen Berufsverband kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann man nicht alles über den sozusagen vernachlässigen, aber dann anhand von bestimmten Beispielen zu versuchen, eben so etwas zu skandalisieren. Wir in Deutschland haben bislang, das ist zutreffend, das ist auch hier gesagt worden, deshalb hat der Koalitionsvertrag ja auch da sich mit beschäftigt, bislang keine Regelung, weil es eben natürlich auch ein Riesenproblem ist, so etwas gesetzlich so zu regeln, dass es eben nicht nachher doch wieder zu Diskussionen kommt. Und es ist hier auch schon auf die Regelungen, die es auf EU-Ebene gibt, hingewiesen worden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der Vergangenheit, auch unter Zeiten von SPD- und Grünen-Regierungen, wie auch jetzt, immer darauf Wert gelegt, zu sagen, Karenzzeit ist ein heikles Thema, weil es mehr Ungerechtigkeiten schafft als tatsächlich Klarheit. Und der Hauptgrund war und ist, dass das Amt als Mitglied der Bundesregierung anders als das viel erwähnte Beamtenverhältnis eben nur eine befristete Tätigkeit ist. Und ich muss es auch mal sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit, was ja manchmal in der Bevölkerung auch ganz falsch gesehen wird, jemand, der ein Ministeramt hat, hat ja keinen Ruhegeldanspruch mit dem Tag, wo er ausscheidet, sondern erst dann, wenn er 65 Jahre und älter ist. Das heißt, er muss doch dann auch dafür Sorge tragen können, dass nach einem Ausscheiden er seinen Lebensunterhalt eben entsprechend verdienen kann. Und das Übergangsgeld ist auch nicht die Lösung. Darüber werden wir aber vielleicht im Einzelnen noch zu reden haben. Um den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden, haben wir, ich habe es gerade schon gesagt, im Koalitionsvertrag vereinbart, dass für ausscheidende Kabinettsmitglieder, parlamentarische Staatssekretäre und politische Beamte eine angemessene Regelung angestrebt wird. Wie groß die Probleme sind, haben wir hier heute schon ansatzweise diskutiert, werden wir in den nächsten Monaten sicherlich auch noch weiter diskutieren. Die Regierung ist hier aufgefordert und arbeitet sicherlich auch schon daran, eine Regelung zu finden und vorzuschlagen, die dann auch unsere Zustimmung
finde, das sollten wir abwarten. Es gibt überhaupt keinen Grund, ein, zwei Wochen nachdem die Regierung sich gebildet hat, nachdem dies im Koalitionsvertrag festgelegt worden ist, diese Debatte heute loszutreten. Die hat von den Antragstellern nur den einen Sinn, etwas zu skandalisieren, was keinen Skandal darstellt. Da kann ich auf die Ausführung von Kollegin Dr. Uhl verweisen. Ich möchte aber auch noch mal, das hat Herr Özdemir auch schon zu Recht angesprochen, den Artikel 12 unseres Grundgesetzes, die Berufsfreiheit und die Berufswahl. Das ist nämlich etwas, was hier auch nicht hinreichend gesehen wird. Ausgerechnet die, die immer wieder in der Vergangenheit bei vermeintlichen Berufsverboten dies angeklagt haben, wollen jetzt eine Regelung Platz greifen lassen, die ein echtes Berufsverbot darstellt. Denn wenn jemand, der nur kurzfristig ein Regierungsamt ausgeführt hat, dann über Jahre hinweg keinen Beruf, den er früher ausgeübt hat, schon wieder ergreifen darf, dann ist das das klassische Berufsverbot. Das wird unsere Zustimmung nie finden. Besten Dank. Helmut Brandt war das für die CDU-CSU-Fraktion mit einer klaren Schlussaussage eben und der vorerst letzte Redner in dieser Debatte um das Thema Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder. Das ist Armin Schuster für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine verehrten Damen und Herren, vielleicht ist es jetzt noch spannend, wenn ich Ihnen sage, ich versuche eine Rede zu halten, ohne den Namen eines sehr verdienten nordrhein-westfälischen Bundestagskollegen zu nennen. Weil ich glaube, dass das eigentlich gar nicht der Sinn dieser Debatte ist. Ich bin sehr froh, Herr Dr. Uhl, dass hier Rechtsanwälte neben Ärzten, dass hier Gewerkschaftsvertreterinnen neben Beamten, dass hier Vertreter der Wirtschaft, die wiederum neben Gewerkschafter sitzen. Das ist genau der vielfältige Austausch, den ich mir wünsche. Und das sollte möglichst so weitergehen. Da, Frau Wawrczyniak, da sich daraus unsere Regierungsämter ergeben, die rekrutieren sich aus diesen Menschen hier, müssen wir auch an der Stelle über Parlamentarier reden, die eben keine Dauerfunktion hier haben und auch nicht haben sollen. Ich komme selber mitten aus dem Leben, erst vor 5 Jahren hierher, finde das sehr spannend. Ich möchte aber nicht in eine Einbahnstraße oder Sackgasse geraten. Und 4 Jahre sind sehr kurz. Mir übrigens zu kurz, Herr Hartmann. Da sollten wir noch mal drüber sprechen. Das gilt auch für Regierungsämter. Und deshalb finde ich es äußerst legitim, dass ausscheidende Regierungsvertreter zumeist vor dem 67. Lebensjahr sich Gedanken über ihre Zukunft machen. Wer nach einem politischen Mandat in eine lange Ruhephase geht, ist selber schuld, würde wahrscheinlich jeder Mitarbeiter einer Arbeitsagentur sagen. Bitte schnellen Anschluss. Und deshalb muss die Politik dafür sorgen, dass flexible Menschen diesen Beruf hier attraktiv finden und nicht das Gefühl bekommen, sie seien in einer Einbahnstraße oder gar Sackgasse. Deshalb sind die beiden Anträge der Grünen und der Linken aus meiner Sicht eine Navigation genau in diese Sackgasse. Mich stört nicht der Gedanke, dass wir etwas sensibel regeln sollten. Aber Ihre hohen Mauern, die Sie hier aufbauen, die stören mich ganz gewaltig. Union und SPD haben längst erkannt, übrigens ohne ein aktuelles Problem und ohne Anträge von Grünen und Linken, dass es angemessene Regelungen braucht. Deshalb steht es im Koalitionsvertrag und deshalb wird die Regierung das jetzt tun. Und das ist auch nur Sache der Regierung. Ich möchte einen verdienten hessischen Kollegen zitieren, der gerade sagte, daraus ein Gesetz zu machen, ist blanker Unsinn. Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Hysterie, die hier veranstaltet wird, meine Damen und Herren, ich spreche immer, wenn es um Transparenz und Lobbyismus und sowas geht, meistens zusammen mit Kollegen Hartmann, und sage immer das Gleiche. Meine Damen und Herren, wir schädigen unseren Ruf fortgesetzt selbst, wenn wir nicht aufhören zu skandalisieren. Und Sie werden von mir nicht hören, dass ich das Verhalten von Joschka Fischer skandalisiere. Sie werden von mir auch nicht hören, dass ich das Verhalten eines Ex-Kanzlers skandalisiere, auch wenn das Unternehmen ein bisschen zweifelhaft ist. Aber er hat einen Weg gewählt, und ich finde das okay so. Was ich aber sagen möchte als Argument, was vielleicht noch nicht gekommen ist, Unternehmen leiden aus meiner Sicht, ich traue mich das mal zu sagen,
an einem gehörigen Defizit an gesellschaftspolitischer Kompetenz jenseits betriebswirtschaftlicher Erwägungen. Die Bundesregierung hat deshalb 2010 einen nationalen Aktionsplan Corporate Social Responsibility ins Leben gerufen, um genau diese gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen zu fördern. Ich sehe es positiv, dass es mittlerweile Unternehmen gibt, die diesen Weg gehen und nicht Politikprofis suchen, ausschließlich für Political Affairs-Aktivitäten, sondern um mehr sozial-, gesellschafts- und umweltpolitische Kompetenz in ihr Unternehmen zu transferieren. Das ist gut und dringend notwendig. Und jetzt möchte ich Ihnen mal ein Beispiel dafür nennen. Die Deutsche Bahn AG, die ja schon heute öfters angesprochen wurde, beobachte ich aus bestimmten Gründen sehr genau. Die neue Unternehmensleitung unter Herrn Dr. Grube verfolgt ein intensives Ziel, genau diese gesellschaftspolitische Kompetenz zu erweitern. Und ich kann Ihnen sagen, ich erlebe es in meinem Wahlkreis aus eigener Erfahrung. Ich habe ein Großprojekt mit der Rheintalbahn, mit dem Ausbau Rotterdam-Genua. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt sehr geschätzte ehemalige Kollegen, ohne deren sensibles politisches Gespür, die arbeiten heute in der Bahn AG, es niemals möglich gewesen wäre, Entscheidungen im Sinne unserer Region für die Bürger und Gemeinden zu treffen. Und deswegen glaube ich, dass diese Menschen, die diesen Weg gehen, aus der Politik in die Wirtschaft, eine neue Qualität bringen beim Verständnis für politische Entscheidungsprozesse, bei Bedürfnissen für Bürgerinnen und Bürger und beim Thema Interessen des Gemeinwohls. Deshalb halte ich es für einen echten Gewinn, unabhängig von der betriebswirtschaftlich vorhandenen Kompetenz in diesen Unternehmen. Das Thema wird durch die Bundesregierung geregelt werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Insofern hätten wir hier gar nicht diskutieren müssen. Ich sehe durchaus die Sensibilität, die ist dort vorhanden. Wir haben es ja schon im Vertrag festgestellt. Und deshalb glaube ich, dass wir, wenn die Regelung da ist, genau das schaffen, Herr Hartmann, was wir beamtenpolitisch schon lange gemeinsam als Ziel haben, einen flexibleren Austausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Da ist uns auch einiges gelungen. Wir werden das fortsetzen, hoffentlich. Und ich glaube, genau dieser flexible Umgang, den dürfen wir nicht zumauern, wie das die Anträge der Grünen und Linken wollen. Ich glaube, das tut Wirtschaft, das tut Verwaltung, das tut Politik und das tut letztendlich den Menschen in diesem Land gut. Ich danke Ihnen. Armin Schuster war das, der letzte Redner in dieser Debatte zum Tagesordnungspunkt 5, Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder. Und ich denke, meine Damen und Herren, die Positionen von Opposition und Regierungsfraktionen sind ganz klar und deutlich geworden. Wie die Oppositionsfraktionen, nämlich Bündnis 90 Die Grünen und die Linken, in ihren Anträgen gefordert haben, plädieren sie für eine gesetzliche Regelung bei der Karenzzeit. Die Regierungsfraktionen sehen eher in der Selbstverpflichtung den richtigen Weg für eine Karenzzeitregelung, wenn Regierungsmitglieder wechseln in die Wirtschaft. Meine Damen und Herren, der Saal hier hat sich richtig gut gefüllt. Die Anträge gehen jetzt in die Ausschüsse. Die